Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Omerta, City of Gangsters. Und wir sind immer noch beim Tutorial, glaube ich. Haben jede Menge Schnaps und Bier jetzt schon verkauft, müssen 1000 hinkriegen. Und das sollte jetzt nach den beiden Deals hier einmal Bier und einmal Schnaps verkaufen drin sein. Macht voran, Jungs. Und wir hatten unseren ersten Kampf. Du hast 15 Kalt an deinen Handlanger gezahlt. Ja, das ist okay. Schade ist, dass wir nicht abwarten können. Das müsste jetzt der dritte Tag sein. So. Nein, Geld. Nein, nein, du hast mich falsch verstanden. Ach, was soll ich denn mit billig, so 540. Boss, da sind wieder diese verdammten Schläger. Die mich so übel verprügelt haben. Wir müssen sie ausschalten, bevor sie uns das Geld wegnehmen, Boss. Gewinne die Kampfbegegnung, um die Mission zu gewinnen. Wenn du verlierst, kannst du den automatischen Spielstand laden und nochmal versuchen, den Kampf zu gewinnen. Okay. Oh, das ist ein edles Tröpfchen. Darüber könnte ich fast diese Hunde von der Steuerbehörde vergessen, die an meinem Geld herumschnüffeln. Ah, Mr. Smith, bitteschön. Shootout im Versteck. Die Schläger, die Squeaks geschnappt hatten, das war das in der letzten Folge, wollen Rache. Dieses Mal haben sie noch mehr Leute dabei. Erschieß sie alle, um dein Geschäft zu schützen. Okay, auswählen. Auswählen. Automatisch 30% Chance, dass wir gewinnen. Also, das machen wir auf keinen Fall. Cool, Sperrfeuer. Ich will Maschinengewehr. Au. Au. In Ordnung, dann los. Der hat uns schon mehrfach getroffen, den Squeaks. Ah, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Wir sind doch hier in der Verteidigungsposition. Ja, das ist schon ärgerlich. Halt. Wie kann ich das abbrechen? Indem man da irgendwo draufklickt. Der ist außer Sicht. Geh mal ein Feld hin. Jetzt siehst du ihn, oder? Nee, siehst du ihn echt nicht? Ich gehe doch hier nicht aus der Sicht raus. Ist doch bescheuert. Kann man irgendwie sagen... Also man kann echt wenig sagen, ne? Wenn ich dann hier so ein Jack the Lions oder sowas denke. Schade. Dann würde ich jetzt sagen, so schieß auf den Nächsten, der kommt. So wie bei Wasteland. Sobald er in meine Sichtzone kommt, fange ich an zu ballern. Habe die restlichen Aktionspunkte noch. Ja, dann bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig, als hier irgendwo hinzulatschen. Mitten in das Feld rein und von allen erschossen zu werden. Bescheuert. Und ich sehe gar nicht, wie viele Aktionen... Ja, ich weiß, dass ich das bin. Wie viel kostet mich das? 5? Kann ich noch einmal schießen? Komm und stirb. Ah! Okay, er hat sich ein bisschen gedreht und kann jetzt auf den Taschendieb schießen. Das ist gut. Schaden pro Runde ist vielleicht auch nicht schlecht. Der hat nur 75, aber ich treffe den fast nicht. Mit dem Schuss mache ich 53. Komm. Verfehlt. Verfehlt. Ah. Bin soweit, Boss. Nope. Ja, geh mal hier in Deckung. Und dann siehst du den nicht mehr. Jetzt siehst du ihn. Wieder sowas. Trifft 70. Nicht mehr genügend Aktionspunkte dafür, oder was? Mach mal einen schönen Bauchschuss. Nein, du musst natürlich schon treffen. Okay. Nope. Ah, das geht nicht gut aus. Das geht gar nicht gut aus. In Ordnung, dann los. Ja, du musst jetzt unbedingt ein paar Mal fertig machen. Außer Sicht beide. Toll. Toll. Vielleicht hätten wir die reinkommen lassen sollen und uns hier hinter verschanzen. Das ist auch mies. Der wird jetzt von allen getroffen. Okay. Geh aus der Deckung raus. Hauptsache, du siehst die. 43, hier 61, das ist doch machbar, oder? Können wir zusätzlich zielen noch? Das können wir.
Sehr gut. Blutende Wunde. Das heißt, du stirbst in ein paar Runden. Dasselbe Spielchen hätte ich gerne für dich. Ach, blockiert. Wegen dem... Mist. Und keine Bewegungspunkte mehr. Blutende Wunde verursacht 10 Schaden pro Runde. Das ist ganz schlecht. Er stirbt gleich. Verteidigungshaltung bringt uns nicht weiter. Deswegen solltest du so schnell wie möglich ihn töten. Gezielter Schuss. 28 hat er noch. Ich schieße, du fällst um. So sieht's aus. 5 Aktionspunkte noch. Versucht den Mistkerl da draußen zu treffen. Scheint nicht zu klappen. Oh, und da war's das. Mhm. Einer weniger. Frage ist, kann der mich hier auch treffen? Sieht nicht so aus. Das heißt, er muss reinkommen. Ich habe natürlich keine Deckung hier. Das ist ärgerlich. Aber er müsste erstmal hier hinkommen. Wir versuchen wieder einen gezielten Schuss. Und eine Wunde zu machen. 43 wegen der Deckung, ne? Dieser Mistzack. 54. 50-50 Chance. Ich glaube, besser, wir machen es so, ne? Ja, 86. Treffen wir wenigstens. Och, nö. Echt jetzt? Also. Wenigstens etwas. Oh, oh. Nahkämpfer. Oh, Schwäche. Ja, der trifft einen eigenen Mann. Sehr gut. Der schützt mich ja so ein bisschen was. Was macht Schwäche? Reduziert Angriffsschaden um 50. Das ist schlecht. Schwindel. Maximaler Mutwert runter. Wie viel hast du noch? 45. Das ist viel. 2 Runden lang Schwäche. Das wäre nicht schlecht. Du bist so nah. Da treffe ich ja wohl. Na also. Der da hinten kann mich auch treffen. Den sollte ich versuchen... 28 nur. Das ist mies. 80. Sehr gut. Jetzt sollte er auch geschwächt sein. Sollten beide geschwächt sein. Au, 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 au. Boah. Ein Nahkampf ist gar nicht so schlecht, ne? Wenn man erstmal rankommt. Ist fast gar nichts mehr. Wir sollten dich auf jeden Fall töten, würde ich sagen. Und tschüss. Es ist nichts Persönliches. 43, das wird eine knappe Sache. Nummer 35. 80, sehr gut. So machen wir es. Nächste Runde habe ich dich. Oh, 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 oh. Gott, wie viele Aktionen habt ihr? Oh, wird das eine knappe Sache. So, jetzt musst du ihn töten. Nein! Du verfehlst. Das ist ärgerlich. Du kannst da nicht mehr hingehen. Ja, und damit haben wir den Kampf verloren, ne? Damit haben wir den Kampf verloren. Ah, ja, da wären mehr HP gut zum Beispiel. Und jetzt sind wir kurz vorm Kampf. Du hast verloren. Also Kampf ist echt wichtig. Jetzt überlege, ob ich nicht doch nochmal hingehe und... meinen Charakter neu mache und dem bessere Werte für Kampf gebe. Weil so weit sind wir ja noch nicht gekommen. Halt, halt, halt. Lass dich Zeit, es anzugehen. Ja, okay. Diesmal stehen sie anders. Schalte alle Gegner aus. 3 Stück und wir wissen jetzt nicht genau, wo sie sind. So, wenn du hier hingehst... Komm und stirb. Dann siehst du den ersten schon. Das ist gut. Und verfehlst ihn. Idiot. Ach nee, das kann doch nicht sein. 84%. Ich meine, das kann natürlich sein, aber es ist trotzdem sehr ärgerlich.
Du kannst ihn sehen, das ist gut. 87, hervorragend. Bauchschuss ist zu krass, ne? Können es mal versuchen. Ja, blutende Wunde, hervorragend. Also die Runde klappt schon besser. In Ordnung, dann los. So, du solltest dem den Rest geben. Zeig deinem Schöpfer gegenüber zu treten. Ich weiß nicht, wo der Dritte ist. Bin soweit, Boss. Kannst du ihn treffen? Sehr gut. Wir brauchen sowas wie kugelsichere Westen oder dergleichen. Das ist ein rein Glücksspiel hier. Den sehen wir noch nicht. Okay. Wenn du ein Feld näher rangehst, hast du ihn im Visier. Das ist gut. Nein, das ist nicht gut, wenn du nicht triffst. Ach nö. Ja, Boss? Töte die Drecksau. Gute Arbeit, Jungs. So, keine Ahnung, wo der Rest ist. Genau, versteck dich doch mal. Bin soweit, Boss. Ja, du stürmst mal vor. Ist er draußen? Das kann sein. In Ordnung, dann los. Bin dran. Oh, der ist da drin. Das kann natürlich auch sein. Ich denke mal eher, dass er draußen ist. Da sind ja die Knallköpfe. Wo? Wo? Ach, da hat er sich versteckt, der Mistzack. Verfehlt. In Ordnung, dann los. Außer Sicht. Ja, dann müssen wir rausrennen. Geht nicht anders. Hauptsache, wir sehen ihn jetzt. Ach, ist außer Sicht, echt? Jetzt siehst du ihn aber. Sehr gut. Ein Ninja! Haltet ihn auf! Ich bin so viel besser als du. Ich glaube echt, du bist im Kampf besser als mein Hauptcharakter. Diese Penner waren ganz schön zielstrebig, bis ich ihnen eine Lektion erteilt habe. Ich bezweifle, dass sie sich so bald wieder hier blicken lassen. Ich fürchte, wir haben hier zu viel Lärm veranstaltet. Es ist wohl an der Zeit, das später gescheffelte Geld einzupacken, das bisher gescheffelte Geld einzupacken und in einen anderen Teil der Stadt zu ziehen. Du hast gewonnen. Da waren ich und Squeaks und die Spießer. Sie kamen uns blöd und kriegten, was sie verdienten. Squeaks büßte zwei Finger ein. Ich büßte den Mann ein, der ich einmal war. In diesem Moment, eine noch qualmende Waffe in der Hand und tote Körper rings um mich, wurde mir klar, dass ich die letzte Chance auf ein anderes Leben endgültig hinter mir gelassen hatte. Wenn das Gesetz mich nicht beschützen könnte, hätte ich keine Verwendung dafür. Wenn ich keine Arbeit finden könnte, würde ich mein eigener Chef werden und meine eigenen Regeln aufstellen. Wenn mich das zu einem Gangster macht, ja, dann bin ich ein Gangster. Ja, wir machen die Hauptstory weiter. Auf jeden Fall, die hier mache ich, wenn ich mit dem Spiel durch bin, die DLCs. Die Dinge sind nicht so gelaufen wie geplant, Jungs. Sieht aus, als gäbe es einen kleinen Wettbewerb in unserem neuen Geschäft. Wir werden verteidigen, was uns gehört. Und wenn irgendwer versucht, mit seinen dreckigen Händen darin rumzurühren, kann er was erleben. Das Problem ist, dass unsere kleine Rauferei ein paar Kunden verschreckt hat. Im Moment will niemand mit uns Geschäfte machen. Deshalb werden wir unser eigenes kleines Alkoholgeschäft aufziehen.
Eine Brauerei hier, eine Flüsterkneipe da und wir sind im Handumdrehen wieder dabei. Niedrige Polizeipräsenz aber diesmal. Okay. Auf zum nächsten. Schön, dich kennenzulernen, Kumpel. Mein Name ist Emmett, aber jeder nennt mich Doc. Ich habe gehört, du interessierst dich für den Einstieg ins Alkoholgeschäft. Mhm. Deine beste Chance ist, eine Brauerei zu eröffnen. Dazu brauchst du einen Typen, der weiß, wie man gutes Bier herstellt. Dafür wäre ich sozusagen dein Mann. Ich arbeite aber nicht für Dumme. Für Umme, Dumme ist wahrscheinlich. Du machst jedoch einen anständigen Eindruck auf mich und ich bin mir sicher, wir werden uns irgendwie einig werden. Okay, heuern wir mal den Doc an. Anheuern. Bist du sicher, dass du Emmett Doc O'Connell anheuern möchtest? 24 kostet der, okay. Bandagieren kann der, das ist super. Wir haben einen Heiler in der Gruppe. Biografie. Noch nie einen besoffenen Iren gesehen. Fachbereicher, junger Arzt. Ja, soll uns recht sein. Je mehr, danke, desto Boss. Besser. Jetzt lass uns mit dieser Brauerei mal Gas geben. Brauereien brauchen eine Menge Platz. Deshalb nutzt man Geschäftsräume, um eine zu errichten. Während du mit der Gründung deines neuen Betriebes beschäftigt bist, vertreib ich mir die Zeit im Pub. Wähle ein Gebäude mit dem Haussymbol darüber aus und nutze die Mietenfunktion, um einen neuen Geschäftsraum zu bekommen. Okay. Das ist wohl der einzige, den man machen kann. 400 dreckiges Gold. So. Zeit, sich die Hände schmutzig zu machen. Kennt die meisten Spucker rings und absolut und Zufluss operieren. Er kann illegale Waren zu einem guten Preis besorgen. Bezahle den alten Mann, um etwas für dich zu schmuggeln. Du bekommst entweder Bier, Schnaps oder Schusswaffen. Aha. Wer hat nach einem Arzt gerufen? Das ist die richtige Einstellung, Boss. Lass das Bier fließen! Oh. Du kannst ja ein Geschäft gründen. Ah, das soll der machen, aber nicht Jojin. Okay, dann warten wir da noch. Was haben wir hier? Spendabel. Prost. Nö. Haben wir nur die 4 bisher zur Auswahl, ne? Upgraden, dekorieren, Blödsinn. Dann warten wir, dass er hier das Geschäft beendet. Komm, wie lange brauchst du noch? Frage, ob sich das lohnt. Es hat 200 gekostet. Ich weiß nicht, wie viel wir dafür kriegen an Schnaps. Aha, es geht nicht weiter. Also, sobald ich in ein Menü gehe, ist eine Pausenfunktion im Spiel. Okay. Tja. Ah, da ist fertig. Diese Esel hab ich nicht waren gehört. Gegner. Der hat 5 Schusswaffen uns geliefert dafür. Ja, toll. Wir wissen nicht, was man kriegt dann. Okay. Ja, du darfst das eröffnen. Bitteschön. Oh, sichere Unterschrift senkt den Fahndungswert und öffnet dir eine neue Möglichkeit für Raubüberfälle. Das ist ein sicherer Unterschlupf schon. Wir wollen aber natürlich eine Brauerei. Ich bin ein wenig eingerostet, aber ich mach das. Okay. So. Dann machen wir Prost. So können wir das nicht machen. Will er nicht. Da, blink. Das läuft alles vielversprechend, Kumpel. Ich bin vielleicht schon halb tot, aber ich weiß immer noch, wie man Dinge am Laufen hält.
Die Brauerei läuft und bald werden wir unser erstes Fass Bier haben. Wenn wir ein wenig mehr Kohle reinstecken, können wir die Produktion unserer Brauerei erhöhen. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Jedes Geschäft kann mit Upgrades verbessert werden. Um ein Gebäude auszubauen, wähle es aus, klicke auf den Upgrade-Knopf im Infofenster und wähle dann die Verbesserung aus, die du möchtest. Das Tutorial geht weiter. Also es ist ein sehr großes Tutorial, aber das Spiel wird auch komplex sein. Und später sind wir dann ein bisschen offener weltmäßig mehr, glaube ich. Betrieb anhalten? Nein. Tägliche Bierproduktion 1, das ist gar nichts. Was will ich damit ein Bier? Dann mache ich einen Überfall und habe 20. Beliebt werden, Markennamen nutzen. Wir wollen die Effizienz erhöhen. Ich habe nie an dir gezweifelt, Boss. Als nächstes sollten wir eine Flüsterkneipe eröffnen, um das selbstgebraute Bier zu verkaufen. Um eine Flüsterkneipe zu gründen, musst du zuerst einen kleinen Laden mieten. Suche nach einem Gebäude mit einem Zeltsymbol darüber. Okay. Ja, wir machen den Beliebtheitswert auch noch höher. Wir wollen gutes Bier haben. 3 Stück. Effizienz 120. Beliebtheitswert um 60. So, wo ist das Zeltsymbol? Ist hier auf der Map nicht. Bin ich jetzt doof? Geh mal auf das Fragezeichen. Nee. Zeltsymbol. Das sind 4 Punkte. Machen wir mal ein Testo, bevor die Zeit immer weiterläuft und mich das Geld kostet. Yeah, Bier. Okay, weitere Upgrades gibt's nicht. Ist das Tutorial verbuggt? Keine Ahnung. Ah, jetzt können wir das auch machen. Zeit, sich die Hände schmutzig zu machen. Vielleicht sagt er mir, wo ich hier irgendwo Zelte habe. Also, wo ich hier Gebäude kaufen kann. Wo wird hier was vermietet? Ja, Gehalt an Handlanger gezahlt. So. Genau so wird's gemacht. Aha, und dann erfahren wir auch, wo hier Gebäude sind. Das ist sau wichtig. Kleiner Laden, kostet 182, ist aber recht nah und das wäre mir eigentlich ganz lieb. Bitte mag dich und senkt seinen Preis um 20 dreckiges Gold, 200 dreckiges Gold, super. Zeit, sich die Hände schmutzig zu machen. Nö, dann nehmen wir doch den kleineren Laden. Großartig. Gut gemacht, Boss. Nun lass uns die Flüsterkneipe eröffnen. Flüsterkneipe verkauft Bier und wird uns ein regelmäßiges Einkommen an dreckigem Geld sichern. Die Flüsterkneipe wird größere Gewinne machen, wenn wir sie zusätzlich mit Schnaps beliefern. Wähle deinen neuen gemieteten kleinen Laden aus, drücke den Eröffnen-Knopf und wähle dann die Flüsterkneipe aus der Liste der Geschäfte aus. Sehr schön. So geht das also. Eröffnen. Und Flüsterkneipe. Benötigt Versteck Level 2. Box Arena. Keine Pause für den Boss. Keine Pause für den Boss, so sieht's aus. Was ist das hier? Wir würden das gerne mieten, aber es ist recht teuer. Was haben wir denn noch hier für Gebäude? Kleine Schnapsbrennerei. Ups, Moment, da gab's Wenn was. Du willst, Boss, unsere Flüsterkneipe läuft nicht so gut wie erwartet. Es sieht so aus, als hätten wir noch Konkurrenten hier im Viertel. Die unabhängige Flüsterkneipe nahe dem Leuchtturm nimmt ihr Kunden weg. Aber sowohl unsere als auch die unabhängige Flüsterkneipe arbeiten dadurch weniger effizient und machen weniger Gewinn als erwartet. Es gibt 2 Möglichkeiten, um Wettbewerber umzugehen. Du kannst den Besitzer zwingen, die Flüsterkneipe zu schließen, oder du kannst sie aufkaufen. Ich habe die notwendigen Ressourcen für beide Aktionen gesammelt. Drive-by-Überfall oder aufkaufen? Aufkaufen wäre besser. So, wo ist die Flüsterkneipe von denen? Da, diese wahrscheinlich. Ah.
Keine Pause für den Boss. So sieht's aus. Keine Pause. Biete ich das beeile mal. Mich, Boss. Na, allmählich nimmt's Fahrt zu. Sehr gut. Ist das hier? Kleiner Laden, den kaufen wir auch noch. Ich bin ein wenig eingerostet, aber ich mach das. Kauf die ganzen Läden. Ja, wir sind alle ziemlich im Geschäft, wie es aussieht. Wir sehen uns gleich wieder. Bis demnächst. Euer Chojin.